Jo, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Hier darf ich begrüßen den Max. Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play von The Goat Simulator. Ja. Also ist wirklich so, wie es hier steht, oder wie es ist, ihr seht es ja nicht, aber... Im Thumbnail, wie es im Thumbnail steht? Es ist ein Simulator, in dem man eine Ziege spielt. Ja, so einen Scheiß gibt's wirklich. Und wir werden einfach mal diesen Scheiß spielen. Also dafür eröffnen wir extra eine neue Rubrik und das machen wir einfach mal. So, jetzt habe ich hier die Kamera. Das Ding hat so eine übelst kranke Zunge raushängen. Jump over an obstacle. Und das Ganze ist in Englisch oder in Russisch? Also Englisch. Kann man sich raussuchen hier. Na gut, die Installation ist in Russisch. Scheiße. Drüber jumpen. Ich jump. Sprinten kannst du mit Shift-Taste. Ha! Das war genial. Da ist ja noch eine Ziege, komm. Und dann musst du von irgendwo runter springen. Kann ich die anlegen? Kannst mal rantreten. Ich trete die vor mir. Da ist noch eine. Kann man die Lauf mal da hoch und spring mal da runter von dem Natürlich, Turm. Natürlich, ich mach alles. Eine Ziege, ich kann alles. Bin ich jetzt bei Rapunzel oder was? Rapunzel. Ja, du musst von oben runter springen, weil du hast ja da eine Mission. Ja, reach for the clouds. Du musst 5 Meter weit runterspringen. Das sind doch schon 5 Meter fast. Also 5 Meter insgesamt. Was, das sind wirklich 5 Meter insgesamt? Insgesamt, also das heißt, du kannst öfters runterspringen. Da ich sehe nicht. Du musst wieder zurückgehen. Hallo, was ist denn jetzt los? Du musst wieder zurückgehen. Ich geh doch schön zurück. S, dreh mal die Kamera, du bist hinter dir was. Ich bin hinter mir. Es bin Buggy. Naja, gut, machen wir weiter. Das sind hier, das sind doch. So, gut. Reach for the clouds haben wir jetzt nicht gemacht. Ich mach mal hier vielleicht. Nein. Schwer. Da musst du 5 Meter erreichen. Ja. Ah, 16 Meter. Ach. Mit Q stehst du wieder auf. Flippidibub. Oder stellst dich tot mit Q. Ha, ich bin tot. Noch nicht. Und mit Rechtsklick kannst du in der Luft Tricks machen. Knock an object quite far. Aha. Also ich muss das weit weg. Aha. Einfach bloß gegenhüpfen. Gegen irgendwas. Was, ich muss gegen was gegenhüpfen? Ja, und das schleudert dann durch die Gegend. Wenn ich alles zersteine, zum Beispiel nicht, auch Menschen zum Beispiel. Renn mal dagegen. Hand, ja. Ja. Ah, Party Crasher, natürlich bin ich da. Oh komm, ich renne auf den Grill zu. Ich renne auf den Grill zu. Die Badass-Kombo. Ach komm schon, auch nicht weiter. Ha, ich bin. Haha, ich brenne. Lustig. Ich renn nochmal auf den See gehen. Ich renn nochmal. Nee, ich. Komm. Ja, komm, komm, komm. Ach, nicht dein Ernst, oder? Jetzt renne ich hier mal auf den Tisch zu. Guck mal, die Tanten sind richtig bekloppt. Stoß mal mit dem Kopf gegen einen von denen. Drück mal R zum Nutzen. Was ist das? Dein Scheiß Ernst? Ja. R, drück mal R. Ich will das Fahrrad benutzen. Komm schon. Nein. Scheiße. Das ist ein bisschen komisch zu steuern. Muss man das balancieren oder was? Ja. Guck mal, ich hab das. Aus dem Kopf geleckt. Ich hab's angelegt. Drück. Ja! 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 Ich fahr mit dem fucking Fahrrad. Und du bist eine Ziege. Ich träg ja wie nicht die sich da. Hier. No penis shaped food. Oh.
in die Säcke gelaufen. Kannst du auch in den. Geh mal da oben auf den Kran, schubst mal den Menschen da runter. Ey, du sollst nichts von wegtreiben. Ich sag bloß, es ist doch hier. Ich nehme jetzt mal kurz Anlauf, um die Mission fertig zu machen. Ey, warum fliegt das Teil nicht so weit? Boah. Schieß mal irgendwas anderes. Irgendwas anderes. Mal ich glaube, wenn den Mensch da oben runter schießt. Wie doof ist der, Alter? Drück mal auf E. Bring mal drauf und dann auf E. Do you wish to start a time trial run? Score as many points as possible. Yes. Ich wäre ja ein Spaßverteiler, aber wenn ich das nicht machen würde. Rotate in air, headbutt. Move, jump. Genau so machen wir's. Und mit 1 kannst du Geräusche von dir geben. Ah, ich muss was zerstören hier. Der Truck gibt auch Punkte, wenn du gegen ein Auto rennst. Ja, pass an. Oder wenn du gegen Menschen rennst und die dann anleckst. Dein Problem. Oh, das ist ekelhaft, ne. Und? Der hat einen Backflip gemacht, du. Okay. Mach mal close. Close. So. Jetzt kletter mal auf den Kran hoch. Party Crusher. Die Party hat schon längst wieder angefangen. Und dann kannst du auch wieder durch den Tunnel durchgehen, weil da kannst du nämlich zu anderen Gebieten reisen. So. Ich habe gedacht, da geht's nicht weiter. Nee, du musst bloß noch ein bisschen ins Dunkle rein. Aber kletter erstmal den Kran hoch, bitte. Ja. So, wo ist denn jetzt der Kran hier? Links. Links, ich bin dumm. Ah, da ist ein Korn. Ach nee. Ach komm. Einmal. Das aber. Muss gegen die Wand springen und dann kannst du hoch. Ich bin übelst cool. Ich trau mich sogar vom Zähler. Letztes Mal bin ich übrigens unter einem Regal hängen geblieben. Was steht denn. Ist das ein Pokal oder was steht da oben? Scheint nicht zu gehen, doch geht. Ich habe eine Trophäe gefunden. Genau daneben. Ja. Genau daneben. Da kannst du jetzt leider hoch. Mit leider hoch. Oh, genial. Der Kopf. Irgendwie. Ja, schaut mal an den Kopf, ja. Flubbidi. Warte. Da. Flubbidi. Bubbidi. Schuppidi. Sonst hat die halt die Hinterbeine. Die Luft. Hinterbeine laufen in der Luft, ne? Sieht aus wie so ein Kamel mit so einem langen Hals. Guck mal hier, da fliegt einer. Jetzt. Schau mal was! Ist der von Portal? Schau mal in den Container rein. Sieht aus wie einer von Portal. Keine Ahnung, aber auf den Container kannst du ja drauf springen, kannst du ja mal probieren. Da geh ich drauf, du. Aber. Ja, da musst du jetzt, darfst du nicht rechts hochgehen, sondern musst erstmal drum rumlaufen um das Teil. Vorsichtig. Und dann kannst du hoch. Eine schöne Aussicht, du. Ach, da unten auf der Bahn waren wir gar nicht gewesen. Müssen wir auch noch hin. Ah, so. Jetzt können wir einmal hier hin und dann da hin. Und was sehen wir da am Ende? Da sitzt ja jemand, da sitzt ja jemand. Du musst ja ganz nah an den Rand dann einfach Headbutt machen. Schöne Aussicht, nicht, Digga, hast du gerade dein Frühstück gegessen? Ist ja auch 9:30 in Deutschland, da gibt's Knoppers. So.
Junge, um zu dem Container zu kommen. Ja, du kannst erstmal auf eins der Gebäude drauf springen. Zum Beispiel auf das mit den Ventilatoren. Wenn du da durchrennst durch diesen Gang, kannst du da auf das mit den Ventilatoren drauf. Okay. Ziege ist irgendwie lustig. Von hinten an. Halt von hinten gesagt. Und einfach sprinten und dann. Ja, und dann jump. Hat doch nicht so gut geklappt. Okay, jetzt klemmst du, glaube ich, fest. Jetzt bist du verbuggt. Oh, nice, Mann. Da ist ein. Herrlich. Du kannst doch bestimmt fliegen, oder? Nein. Du musst bloß gegen die Wand springen, dann kommst du hoch. Wenn nicht, dann escape und respawn. Was? Gegen die Wand? Ja. Was ist das für ein Scheiß? Funktioniert aber nur mit Anlauf. Wenn es nicht funktioniert, musst du halt mal mit. Also, wir haben den ersten Bug gefunden, gleich im ersten Part hier. Musst du escape und respawn machen. Respawn. Guck mal, eine Melone. Schon ist sie kaputt. Mach mal, der Gascontainer. Ah! Fucking geil. Scheiße. Was ist das? Jump und fan. Hey, komm, da sprintet doch gerade einer. Ist der gerade gejoggt? Ach du Scheiße, oh, das bald aussah. Hey, komm, jetzt müssen wir hier hin. Ja, ich stehe in der Luft. Dreh mal der Kamera davor, da kann ich Thumbnail draus machen, schaut. Ah, ich halte mal kein Thumbnail mit dem Hintern von der Ziege draus. Ach, du kannst, die Ziege kann übrigens auch Glas einschlagen, ne? Oh. Ja, komm, ich zieh das jetzt mit. Ach nee. So, dann gehen wir jetzt mal hoch auf die Rampe. Nee, du kannst mal ins Haus reingehen. Gut. Du musst Scheiben einschlagen, gegen die Scheiben einfach dran springen. Ah, es geht hier anscheinend nicht. Ich bin ein Siege, ich bin ein Siege, ich kann alles. Von hier aus könntest du aufs Dach drauf springen von dem Haus. Brech mal in irgendein Haus ein. Ich schreibe das mal runter. Look, Mom! I can fly! Komm, ich renne jetzt mit dem. Komm schon, Laster. Renn in den Tunnel. Helvete. Ich mach nach Helvete. Wir traveln einfach mal. Bäh. Endcard. Da steht's. Bäh. So, jetzt kommen wir zur Endcard. Ja, ja. Wundervoll. Wenn ihr nicht drücken. Ja, es war eine wunderschöne Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind jetzt ja schon weit gereist. Ja, sehr weit gereist. Ja. Und ja. Jetzt bin ich dran und nächste bis gleich. Bis dann.